Wer in diesem Automaten nach Zigaretten sucht, der wird enttäuscht. Wer sich nach Kultur sehnt, der könnte begeistert sein. Kunst gibt es in Kaiserslautern nun nämlich to go, aus dem Kunstautomaten. Frau Ulmer, woher kam denn die Idee, in Kaiserslautern solche Automaten aufzustellen? Mein Künstlerkollege Norbert Roth von der Künstlerwerkgemeinschaft hat vor vielen Jahren in Potsdam aus einem Automaten Kunst gezogen. Und er hat uns dann bei einer Sitzung davon erzählt und er fand es ganz bezaubernd, dass in so einer kleinen Schachtel Kunst drin ist. Und dieses Bild ging uns allen nicht mehr aus dem Kopf und wir dachten, sowas braucht Kaiserslautern auf jeden Fall auch. Veronika Olmer stammt vom Bodensee, lebt und arbeitet aber seit der Jahrtausendwende in der Pfalz. Die Malerin, Fotografin und Objektkünstlerin ist eine von zahlreichen Kunstschaffenden, deren kleine Werke man aus den Automaten ziehen kann. Sie ist auch immer wieder selbst begeistert, wenn sie 4 Euro in den Automaten wirft und gespannt sein kann, ob sie mit kleinen Gegenständen, Bildern, Drucken, Zeichnungen oder literarischen Texten überrascht wird. Selbst Tonaufnahmen von Theaterschauspielerinnen wie Hannelore Bär sind auf SD-Karte in den Schachteln zu finden. Da drin sind Werke von 16 Künstlern von der Künstlerwerkgemeinschaft, 3 Künstlerkollegen noch außerhalb unseres Vereins und eben der Rest voll mit Kunstwerken von internationalen und nationalen Künstlern. In jedem gezogenen Kunstwerk liegt ein Beipackzettel, der einen kleinen Einblick in das Leben und Werk des Künstlers gibt. Veronika Olmer hat in ihrer Schachtel ein dadaistisches Gedicht gefunden. Wie passend wohl doch der Dadaismus mit Hugo Ball seine Wurzeln in Pirmasens hier in der Pfalz hat. Die Automaten gehören zu einem Netzwerk. Sie beinhalten einerseits Werke von regionalen Künstlern, meist aus der Künstlerwerkgemeinschaft, aber auch Werke von anderswo. Und in den anderen Städten finden sich dann auch wieder Objekte hier aus Kaiserslautern. Gerade in den ersten Wochen sorgen die neuen Automaten für großes Interesse. Die Künstler werden angesprochen und es passiert sogar, dass einer der Automaten nach wenigen Tagen leer ist und die Kreativen erstmal nachliefern müssen. Es gibt nämlich gleich 2 solcher Automaten in Kaiserslautern, an der Stiftskirche und am Union-Kino. Die Zigarettenautomaten sind ganz alt. Also früher gab es da wohl Zigaretten drin und die sind ausrangiert und umgebaut worden, sodass jetzt eben Kunst zu ziehen ist. 3 Jahre hat die Vorbereitung gedauert. Solche Ideen haben oft einen langen Weg hinter sich, bis sie genehmigt werden. Selbst der Denkmalschutz spielte hier eine Rolle. Sie haben als bildende Künstlerin auch da was reingemacht. Was gibt's denn von Ihnen da drin? Ich habe eine kleine Briefmarke gestaltet, weil es für mich auch sowas ist, dieser Automat eben ein Kommunikationsautomat. Und ich habe eine kleine Briefmarke gestaltet und hoffe, vielleicht schreibt mir ja jemand mit dieser Briefmarke dann einen kleinen Brief oder eine Postkarte an mich zurück. Wenn also abends das Fernsehprogramm zu langweilig wird, wieso sollte man nicht einfach mal abschalten und eben mal etwas Kunst holen gehen? In Berlin geht das und in Köln, seit kurzem in Kirchheimbolanden und auch in Kaiserslautern.